440 Fehlstunden. Da ist er, meine Damen und Herren. Lehrer Luca ist natürlich mal wieder am Start. Ich habe der Lu-Crew gesagt, sie sollen mir auf Twitter mit dem Hashtag Lehrer Luca ihre Zeugnisse posten. Und das habt ihr getan. Das hier ist das erste Zeugnis, auf das wir heute reagieren. Das ist von der Luana. Die Luana ist geboren am 8. Januar 2002. Also sie ist jetzt 16, zwischen 15 und 30. Das sind gute Noten, Luana. Ich würde an einer Stelle ein bisschen mehr lernen. Das hier ist das nächste Zeugnis, was wir uns heute anschauen. Es sieht ein bisschen anders aus, weil das... Ja, das ist halt ein anderes, keine Ahnung. Die Noten sind echt verhältnismäßig sehr, 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 sehr gut. Leider wurde Name etc. hier alles komplett nicht dazu geschrieben. Also lieber Schüler, der mir dieses Zeugnis hier geschickt hat, sehr gut. Mach weiter so und du wirst neuer Präsident. Ein paar Sekunden später. Ach du Kacke. Der hat mir auch noch sein Zeugnis von dem Jahr davor geschickt. Ausreichend, 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 mangelhaft, nicht erteilt, mangelhaft, mangelhaft, ausreichend, mangelhaft, 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 ausreichend. Krass, du hast dich heftig verbessert, Alter. Glückwunsch. Genauso war es bei mir auch, nur andersrum. Also ich war erst richtig gut in der Schule und dann wurde ich immer schlechter. Das hier ist das Zeugnis von der lieben Hanna. Die Hanna ist geboren am 10. Oktober 2001. Also das ist ihr Zeugnis, wo sie 14, 15 Jahre alt war und ist... Also Sport kannst du echt noch ein bisschen dich verbessern. Nee, Hanna, ey, no shit, du hast in jedem Fach eine 1. Ja, da bleibt wahrscheinlich einfach nicht mehr so viel Zeit für Sport. Allgemein muss ich mal eben sagen, dass ich natürlich nicht, wenn jetzt jemand irgendwie eine 4 und eine 5 und so auf dem Zeugnis hat, wenn ich dann halt sage, hey, lern mal ein bisschen mehr, dann ist natürlich nicht negativ gemeint. Ihr solltet mich alle mittlerweile so weit kennen, dass ihr wisst, dass es alles hier nur Humor und Satire, Sarkasmus etc. ist. Die Sache ist ja auch, Zeugnisnoten spiegeln ja auch nicht die Intelligenz einer Person wider. Sondern, no shit, ich war ja selber nicht der Allerbeste in der Schule. Hab mein Abi irgendwie mit 2, war auf jeden Fall echt nicht so gut. Diese scheiß Kamera hier dreht sich die ganze Zeit. Schulnoten sagen einfach nur aus, wer am meisten gelernt hat. Wer am diszipliniertesten nicht gesagt hat, hey, ich gehe raus Fußball spielen, sondern ich setze mich an den Schreibtisch und tu was für meine Noten. Nächste Zeugnis hier ist von der Alena. Sehr interessanter Name und das Zeugnis ist... LOL. Sie hat in jedem Fach eine 3, also komplettes Durchschnittszeugnis, außer in Textilgestaltung eine 1. Alleine also Modedesigner von Zukunft. Kommen wir nun allerdings zu dem, glaube ich, wirklich schlechtesten Zeugnis, was mir zugeschickt wurde. Und zwar das hier von der Filina. Es sind einfach nur 4 und 5 auf dem Zeugnis. Und sie wurde auch nicht in die nächste Klasse versetzt. Also Filina, das tut mir auf jeden Fall leid. Du müsstest dich wirklich in allen... Fächern verbessern, außer Verhalten. Da hast du tatsächlich eine 2. Ich kann mir so richtig vorstellen, was die Filina für eine Schülerin ist. So eine ganz, 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 ganz liebe, die aber wahrscheinlich auch noch nebenbei dann irgendwie Streitschlichter ist und noch tanzt und noch soziale Sachen macht und für die Schule keine Zeit mehr hat. Oder du bist halt einfach dumm. Spaß, love you, Filina. Die liebe Zümra hat mir hier ein Foto geschickt von zwei ihrer Zeugnisse. Und zwar auf der rechten Seite ein Zeugnis von der 8. Klasse im 2. Halbjahr. Da war sie noch relativ vernünftig in der Schule, hatte so ein Durchschnittszeugnis, doch dann in der nächsten Klasse, ein halbes Jahr später, hat sie komplett reingeschissen. Das kann ich nachvollziehen. Bei mir war es ja auch so, dass ich wirklich, bis ich YouTube gemacht habe, war ich unfassbar gut in der Schule. Also halt gut. Ich hatte so einen Schnitt von 1,7, 1,8 so. Und dann habe ich halt mit YouTube angefangen und hatte halt mehr und mehr Zeit in YouTube investiert und in Videos aufnehmen, zocken etc. Und dann halt noch mit Fußball nebenher. Da war ich wirklich... Von 1,7 bin ich dann auf 3,3 runter oder noch schlechter. Das war echt eine scheiß Zeit. Machen wir ja allerdings direkt weiter mit dem nächsten Zeugnis vom Justin. Es ist ein... Ja. Auch relativ schlecht eigentlich. Also Justin, ich würde auch dir empfehlen, dich tatsächlich in jedem... Fach grundsätzlich stark zu verbessern. Das hier ist auch ein echt beschissenes Zeugnis. Die ganze Lu-Crew besteht nur aus Holzköpfen. Nee, Leute, ich hoffe, ihr wisst, dass das hier natürlich alles nur Spaß ist. Die meisten Leute, die mir das ihre Zeugnisse hier geschickt haben, meinten auch selber, guck mal, wie schlecht ich da war und so weiter und so fort. Also, sie haben das auch eher mit Humor genommen. Weil, no shit, bei mir war es wirklich früher auch so, dass ich mich in Noten total reinversetzt habe.
Ich habe mich in Noten reinversetzt. Ich habe mir halt immer voll Gedanken gemacht, wenn ich irgendwie in der Schule mal eine 4 hatte oder so. Aber letztendlich im Nachhinein, Alter, das sind einfach nur Noten. Wenn ihr in einer Sache gut drin seid, geben alle Leute einen Scheiß da drauf, ob ihr eine 4 in Kunst hattet oder eine 1. Allerdings haben wir tatsächlich auch in unserer Community einige Leute, die diszipliniert am Lernen sind. Hier beispielsweise fast jede Note eine 1 auf dem Zeugnis. Ich finde es eh mega interessant, wie Zeugnisse, sag ich mal, variieren. Also das Design und wie die Noten, sag ich mal, beschrieben werden. Ich habe Zeugnisse bekommen, da werden Noten in Plussen angezeigt. Und dann ist eine 2 beispielsweise ein Plus mit einem Pfeil nach oben. Hier zum Beispiel ist es eher ein Zeugnis, was ich auch damals auf dem Gymnasium hatte. Das ist die Klasse 7c. Es ist ein komplettes Standardzeugnis. Ist, glaube ich, ein Schnitt von 3,2, 3,3 oder so. Aber dann beispielsweise bei dem Zeugnis von der Madita hier aus der 8. Klasse, da werden die Noten nicht mehr ausgeschrieben. Also steht da nicht sehr gut oder ausreichend, sondern da stehen dann wirklich die Zahlen. Warum habe ich überhaupt diese Brille auf, Alter? Ach, ich bin ja Lehrer, Luca. 12 seconds later. Madita! Ich wollte eigentlich gerade weitermachen mit dem nächsten Zeugnis und dann habe ich mir deine Fehlstunden angeschaut. 440 Fehlstunden! Digga, du warst ja mehr nicht in der Schule, als dass du in der Schule warst. Das hier zum Beispiel ist ein Zeugnis, was wir auch in der Oberstufe hatten auf meinem Gymnasium. Das sah exakt genauso aus. Es sah wirklich exakt genauso aus, Alter. Vielleicht war der auf meiner Schule. Aber sowas hier dann wieder, so das Zeugnis von der Alicia, das sieht halt wirklich 1:1 so aus wie so ein Zeugnis aus der Grundschule, finde ich. Das ist eine 8. Klasse. So, okay, ich meine, das war halt so das typische Zeugnis, was ich früher hatte. Das sieht halt auch echt schon ziemlich scheiße aus. Das hier ist das Zeugnis von der Laura. Es ist wirklich wieder ein komplettes Durchschnittszeugnis, außer... Alter, ach, das ist 4. Klasse gewesen. Weil ich dachte gerade schon so, hä, warum wird Deutsch da nochmal aufgeteilt in Sprachgebrauch, Lesen und Rechtschreiben? Aber das ist natürlich ein Grundschulzeugnis. Rechtschreiben hat sie eine 5. Laura? Lern schreiben, verdammte Scheiße. Das hier ist das Zeugnis vom Kevin. Er hat... Ja, die Noten vom Kevin sind auch nicht so die allerbesten. Arbeitsverhalten entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen. Sozialverhalten entspricht nicht den Erwartungen und Bemerkungen. Der Abschluss ist gefährdet. Kevin, du bist ein bisschen am Arsch, ey. Die Lara hat das Zeugnis hier und... Ja, auch in jedem Fach gar nicht mal so gut, außer Musik, da hast du eine 2. Da finde ich, sieht man halt immer, wo es mit den Schülern hingeht. Und wenn du wirklich in Musik eine 2 hast, aber in allen anderen Fächern eher 3 bis 4 bis 5, dann müsstest du ja wissen, ich werde neuer Elvis Presley. Das hier ist jetzt wieder so ein komplett anderes Zeugnis. Da stehen einfach die Noten so handschriftlich oder in so einer handschriftlichen Font aufgeschrieben. Lol. Teilnahme an folgenden Arbeitsgemeinschaften Kristalle züchten. Kristalle züchten? Bei anderen steht da irgendwie so EDV-Workshop und so, bei ihm steht einfach Kristalle züchten. Das hier ist das vorletzte Zeugnis, was ich mir heute rausgesucht habe. Ich weiß nicht, wie die Person heißt, weil er den kompletten Namen zensiert hat. Es ist Klasse 8a und die Noten sind... Ja, ziemlich schlecht. Das Arbeitsverhalten entspricht nicht den Erwartungen. Er zeigt nicht die nötige Arbeitsbereitschaft und arbeitet oft nicht mit. Sie erledigt auf... Oh, sie ist eine Sie. Sorry. Sie erledigt Aufgaben und Aufträge nicht zuverlässig. Dann beim Sozialverhalten steht, das Sozialverhalten entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen. Sie hält sich nicht an Regeln und Vereinbarungen und ist nicht bereit, das eigene Verhalten zu ändern. Alter, what the fuck? Sie wurde auch nicht versetzt. Vielleicht solltest du ein bisschen was an deinem Verhalten ändern. Und das hier ist das letzte Zeugnis von der lieben Carla. Es ist auch ein relativ normales Zeugnis, wenn ich mir hier so die Noten anschaue. Es ist alles querbeet mit dabei. Es ist eine 1 mit dabei. Es ist eine 5 mit dabei. Und... Okay. Hier steht auch, dass sie fast auch nicht gefährdet wird. Auch nicht gefährdet. Versetzt wird. Ah, ich habe eine Brille auf. Ich Vollidiot. Wir lesen uns hier zum Abschluss nochmal ihren Text durch. Und zwar steht hier, Clara ist eine aufgeweckte und fröhliche Schülerin. Ja, was wäre das Gegenteil von aufgeweckt? Eine schlafende Schülerin, die durch einwandfreies Betragen Lehrkräften gegenüber gefällt. In der Klassengemeinschaft ist sie beliebt. Ihr Amt als Klassensprecherin übt sie engagiert aus. Mit Interesse folgt sie dem Unterrichtsgespräch, das sie häufig auch mit treffenden Beiträgen bereichert. Schriftliche Arbeiten fertigt Clara oftmals nicht termingerecht und vollständig an. Ihr häuslicher Fleiß stellt nicht zufrieden. Clara... Kann ich auch... Heißt du überhaupt Clara? Also du könntest auch noch mal so ein bisschen engagierter sein, aber du bist ja auch schon Klassensprecherin, also vielleicht hast du da auch ein bisschen zu viel zu tun. Meine Damen und Herren, an der Stelle würde ich aber auch
das heutige Video jetzt beenden. Ganz, 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 ganz viele Zuschauer von euch aus der Luke-Schuh haben mir auf Twitter unter dem Hashtag LehrerLuca ihr Zeugnis gepostet. Dafür wollte ich mich auf jeden Fall mal bei euch bedanken. Ich möchte wirklich in diesem Video hier keinen irgendwie fertig machen oder sagen, hey, du hast eine 5, du bist ein schlechter Mensch. Noten sagen nichts über den Charakter eines Menschen aus, beziehungsweise über die Intelligenz, meiner Meinung nach. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, was einerseits euer bester Schnitt war bisher auf dem Zeugnis und was euer schlechtester Schnitt war. Bei mir war es, glaube ich, 1,5 und 3,3 oder irgendwie so. Bewertet das Video gern mit einem Daumen hoch, wenn ich nochmal auf Zeugnisse von euch reagieren soll. Und sonst kommt jetzt das Outro.